Als nächstes machen wir jetzt ein Bauteil, was für viele Prüfungen oft ausgeklammert wird. Also ich habe meinen Assistenten danach was gefragt und er meinte nur, brauchst du nicht lernen, das ist oldschool. Frag mich lieber was zum MOSFET. Aber ich finde es trotzdem wichtig. Es ist sozusagen mein Lieblingsbauteil. Also behandeln wir das jetzt hier. Der Bipolartransistor. Zeichnest du wieder deinen Kasten. Das kann jetzt verwirrend sein. Für alle folgenden Bauteile wird die Topologieansicht quasi anders herumgezeichnet als das Schaltsymbol. Für die Diode ist es noch am einleuchtendsten. Man kann es natürlich zeichnen, wie man will. Das Schaltsymbol für einen Transistor wird, wenn unten hier dein Ground ist, oft so eingezeichnet. Hier ist Basis, Emitter und Kollektor. Und der Strom fließt im Nennbetrieb immer so durch das Bauteil. Basis und Emitter sind immer nah verbunden und über Kollektor-Emitter fällt die ganze Spannung ab. Das heißt, die sind auch geografisch im Bauteil weit auseinander. Hier ist ja dein Basisstrom, IB, der fließt hier in einer Masche und hier ist dein Nennstrom. Hier oben heißt er IC, wenn er unten rauskommt, heißt er dann IE. Weil IE lauter Knoten gleich noch eine Überlagerung ist von IC plus IB. Also so wäre dein Schaltsymbol richtig rum aufgezeichnet zur Topologieansicht, die allerdings jetzt immer so quasi falsch rum, sage ich immer, aufgezeichnet wird. Kannst dir absolut sicher sein, dass hier unten, das was weit weg ist, muss ja die Spannung halten, das ist immer der Kollektor. Und in der Leistungselektronik haben wir eigentlich nur NPN-Transistoren. Das bedeutet Basis P und die anderen N. Das ist analog hier zur Pindiode. Deswegen zeichnen wir das auch so. Hier ist dein N+, wie bei der Pindiode. Hier dein N-. Minus. Und hier oben im Grunde genommen auch das P. In der Mitte mit abgegriffen. Hier, das ist die Basis. Aber diese Diode ist ein passives Bauelement. Du kannst da quasi nichts aktiv dran steuern. Du musst von außen eine positive Spannung anlegen, damit das Ding leitet. Das ist ein gesteuertes Bauteil. Hier hast du PN-Übergang, aber du hast auch PN-Übergang von Basis nach Emitter. Emitterwannen werden oft so gezeichnet in der Topologieansicht N+. Der Hauptstrom, der Nennstrom, fließt dann quasi nicht nach physikalischer, sondern nach technischer Stromrichtung dann quasi hier durch. Und steuern tust du das Ganze, indem du hier einen Strom einspeist. Mit dem Bipolartransistor ist es ein bisschen verwirrend. Er heißt schon Bipolartransistor. Wir haben hier zwei PN-Übergänge, aber im Grunde genommen ist es ein quasi unipolares Bauelement, was man auch an der Ausgangskennlinie sehen kann. Auch hier lässt er wieder genug Platz für den Sperrbetrieb. Graphzeichen und sofort beschriften. Hier kannst du jetzt, weil du ja schon das hier benannt hast, schön hinschreiben UCE. Analog zur Frage, wo liegt da Plus und da Minus an? Hier liegt dann dein positives Potenzial an gegenüber Minus hier, Emitter. Hier liegt Minus an. UCE, Kollektorstrom. Weil es ein quasi unipolares Bauelement ist, hat der Bipolartransistor so gut wie keine Schwellenspannung. Darüber kann man sich streiten. Im Grunde genommen hat er trotzdem ein ganz kleines UCE bei IC gleich 0. Kann man mit dem Ebers-Moll-Modell begründen. Aber wir behaupten jetzt mal, in unserem Bereich hier ist das so gering, dass unser Stift so breit ist, dass wir das gar nicht sehen. Das wäre ja schon angreifbar für einige Prüfer, wie ich das jetzt hier gezeichnet habe. Und wenn ich das betreibe, dann natürlich hier irgendwo auf dieser Geraden. Die Frage ist, wie viel Spannung liegt da an? Möglichst kleiner 1 Volt. Beim Bipolartransistor kein Problem, der ist ja so effizient. Und hier dann bis einige 10 Ampere. In der Leistungselektronik, in der Kleinsignalelektronik ist das natürlich kleinsignalmäßig, können die das nicht. Quasi unipolar bedeutet auch, dass ich so gut wie keine Kanallängenmodulation habe. Die wird einfach nicht benötigt, damit der Widerstand hier, der differenzielle Widerstand, geringer wird. Und je nachdem, wie groß mein IB ist, hiermit steuere ich das ja. Ich will ja ein gesteuertes Bauteil haben, IB. Je größer IB wird, desto größeren Kollektorstrom kann ich durch das Bauteil leiten lassen. Ich sage jetzt leiten lassen. Also wie groß IC dann wird, bestimme ich ja durch meine äußere Beschaltung. Also das hier, IC wird größer mit steigendem IB. In was für einem Bereich ist IB? Kommt auf die Stromverstärkung an in der Leistungselektronik. Also da muss man sich dann schon genau auskennen, jetzt, was da aktuell die Technologien sind. Aber eine Hausnummer von einem Bauteil, was ich benutzt habe, war zum Beispiel, dass es ein Verhältnis von 1 zu 50 ist. IB war 50 mal kleiner als IC. Was schon recht gut ist für die Leistungselektronik. Sperrbetrieb. Raumtemperatur. Aber im Grunde genommen verhält sich das hier für den Bipolartransistor genauso wie für die Diode. Sperrstrom, der ganz klein ist.
wird größer und auch die Durchbruchspannung, wenn das Bauteil kaputt geht, wird auch größer. Wie sich diese Ausgangskennlinie mit höherer Temperatur verhält, das hängt auch jetzt von der Stromverstärkung ab. Die zeichnen wir gleich logarithmisch auf, aber für unseren Bereich, wir betreiben das Bauteil eher hier bei großem IC. Bei kleineren Strömen und kleineren Stromverstärkungen, aber die für uns nicht relevant sind, kann das anders sein. Für ein gleiches IB erreiche ich bei höheren Temperaturen nicht so große Nennströme und ich habe einen größeren Spannungsabfall über dem Bauteil. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich sag mal so, eine geringere Stromverstärkung ist fürs Parallelschalten schon gut, weil durch das heiße Bauteil dann weniger Nennstrom fließen würde. Allerdings betreibe ich ja mein Bauteil auch eher hier im Sättigungsbetrieb und dieser Bereich hier, das ist die Endsättigung. In der Leistungselektronik wollen wir diesen Bereich vermeiden, weil hier habe ich dann große Spannungen anliegen und große Ströme. Aber wenn das Bauteil leitet, will ich große Ströme und kleine Spannungen. Also bin ich eher hier. So, jetzt müssen wir das physikalisch begründen. Das Ganze kann man mit LT-Spice nochmal genauer simulieren. Da könnte man das noch besser zeigen. Mache ich jetzt nicht. Der Bipolartransistor ist ja eigentlich so relevant. Wir zeichnen jetzt zur Begründung noch einen Graphen. Das hier ist die Stromverstärkung. Manchmal wird sie mit H bezeichnet oder ich sage jetzt, das ist mein Beta. Und das Ganze ist logarithmisch. Das heißt, hier ist schon 1. Hier ist 5 Ampere und hier meinetwegen dann 30. Das ist der Nennstrom durch das Bauteil IC. Das hier ist jetzt logarithmisch. Wenn hier 10 ist, dann ist hier ungefähr 50. Was schon sehr gut ist, hier 100. Und diese Stromverstärkung ändert sich nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem IC, was ich da durchjage. Na gut, das ist auch leicht angreifbar. Bei kleinem IC ist die Stromverstärkung kleiner, juckt uns aber nicht, weil wenn das IC kleiner ist, ist es Schnuppe, wenn die Stromverstärkung kleiner ist. Das schaffe ich so oder so mit meinem IB. Aber hier, das ist der Worst Case. Und man sieht schon, hier bei kleineren Strömen hat es irgendwo sein Maximum und dann hier mit steigendem IC wird die Stromverstärkung wieder kleiner und wenn ich das Ganze dimensioniere, mache ich das immer für den Worst Case, also eine kleine Stromverstärkung. Und für die heißen Temperaturen kann der Verlauf hier so sein. Das ist auch später für den Thyristor wichtig, weil der Thyristor auch so einen parasitären Bipolartransistor inne hat. Und hier sieht man, wenn mein T größer wird, habe ich bei gleichem IC eine kleinere Stromverstärkung. Das ist meine Begründung dafür, dass das hier früher in die Entsättigung geht. Stromverstärkung Beta gleich IC durch IB. T steigt, daraus folgt Beta wird kleiner, daraus folgt IC wird kleiner. Und für kleine Ströme gilt dann das, Temperatur steigt, daraus folgt Trägerlebensdauer steigt ebenfalls. Größere Stromverstärkung. Durchbruchverhalten. Damit ist es das Durchbruchverhalten in Vorwärtsrichtung gemeint. Das bedeutet hier irgendwo, weil wir können das Bauteil ja auch ausmachen und dann sperren lassen und dann befinden wir uns hier irgendwo, ne? Und da macht es einen Unterschied, ob die Basis kurz geschlossen ist oder nicht. Oder ob die Basis offen ist, also floatend. Das bedeutet einfach, Basis und Mitte sollten immer durch irgendein Potenzial irgendwie fest miteinander definiert sein. Also das sollte nicht floatend sein. Dann würde mir mein Bauteil vorher kaputt gehen in Vorwärtsrichtung. Der Bipolartransistor erledigt. 2 geschafft, noch 3 liegen vor uns. Welche könnten das wohl sein? Hier der MOSFET, hier der EGBT.